Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Barbarossa von Pixel Beef. Im Hintergrund hört man die Vögel zwitschern. Es ist schönes Wetter. Aber wir spielen Robocraft. Schade, Vögel und Wetter. FreeGem war wieder fleißig, deswegen mache ich dieses Video. Und zwar gibt es jetzt ganz neu Hot Rods. Oder Aero Rods. Irgend so ein Rods gibt es. Hier. Das sind ja, befestigte Stangen, mit denen man jetzt einen Bot bauen kann. Die haben zwei Befestigungspunkte an jeweils einer Seite. Die gibt es in kurz, in einer gebogenen L-Form und in einer langen Form. Und die haben ein bisschen mehr HP wie so ein TX-Cube. Zumindest die kurze Version. Und kostet auch 3 CPU. Hat dafür aber dann mehr Reichweite. Und zwar drei Blöcke an Reichweite quasi. Halt genauso schnell wie Cubes, hat auch ein hohes Robo-Ranking. 85.000 Millionen. Und das hier, oh, das sind ein paar mehr Robo-Rankings. Also okay, man kann damit anscheinend Robo-Ranking sparen. Ja. Gut. Jedenfalls ein bisschen mehr HP als ein TX1 Cube, aber gleiche CPU. Und mehr Reichweite. Das ändert sich dann mit den langen. Die haben dann 5 CPU und 2,7 Health. Ich glaube, das ist sogar fast. Na, muss ich noch ausrechnen, ob das. Ich denke, es ist proportional. Das heißt, dass das wirklich genauso viel mehr HP ist, wie es mehr CPU verbraucht. Ich denke, da sind sie schon richtig dran. Ne? Okay. Ich setze sie einfach mal ein paar. Und zwar konzentriere ich mich erstmal auf die T10er hier. Stelle erstmal die ganzen Dinger hier hin. Und welche Vor- und Nachteile kann das jetzt haben? Also der Vorteil ist gegenüber den TX-Cubes, dass sie ein bisschen mehr HP haben, wie gesagt. Und dass sie eine größere Reichweite besitzen, als man jetzt mit einem TX-Cube haben würde. Man braucht drei Stück. Oder auch fünf Stück. Und das kostet natürlich mehr CPU. Hat aber insgesamt mehr HP. Wenn man es natürlich mit T10-Cubes macht, hat das mehr HP für die gleiche CPU bei gleicher Reichweite. Der Vorteil bei diesen Teilen ist, dass sie auf jeden Fall weniger wiegen. Sie wiegen sogar weniger als diese Bauteile, was ja eigentlich das Leichteste ist. Also das hier ist erstmal für Leichtbau am besten. Deswegen heißen die ja auch Aero-Rods, denke ich mal. Dass sie für Flugzeuge gedacht sind. Sie haben aber auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie jetzt nur zwei Verbindungspunkte haben. Kann man sie benutzen, um damit quasi einen Turm aufzubauen, in dessen Mitte ein Befestigungspunkt ist, der so stark ist wie ein TX-Cube, beziehungsweise ein bisschen stärker, der aber nur verbunden ist mit einer Verbindung nach unten hin und dass quasi der Rest nicht verbunden ist miteinander dadurch. Wenn man jetzt hier einen Pilotensitz macht, dann sieht man das, das ist das nicht verbunden. Somit hat man quasi Triforcing. Wenn man das jetzt mit Cubes wiederholen wollen würde, müsste man das quasi dann so aufbauen. Da, 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 da. Man bräuchte so einen Aufbau, der dann aber auch an den Seiten verbunden ist, damit das überhaupt hält. Na, und so ein Rod ersetzt das einen quasi irgendwo. Und dieses Prinzip habe ich sogar schon mal testweise angewandt. Bei meinem Panzer, den ihr wohl alle kennt. Dann gehen wir mal rüber. Wo habe ich ihn denn? Hier habe ich ihn. Ich habe hier die L-Form benutzt. Hier unten kann man das einmal sehen. Habe denn das Ding jetzt hier vorne verbunden und dann die L-Form durchgezogen bis nach da vorne hin und da dann direkt die Waffe drauf. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil, dass es ein bisschen stärker ist als ein TX-Cube für die gleiche CPU. Und dass
die Befestigung natürlich komplett nicht verbunden ist mit den umliegenden Cubes. Und man muss erst alles kaputt schießen und dann das Ding angreifen. Natürlich ist die größere Form auch ein größeres Ziel. Aber ich habe ja eine Menge Schutz davor. Und ich denke, ich komme damit besser weg, sonst hätte ich es nicht gemacht. Nachteil ist natürlich, Nachteil und Vorteil ist, dass man zwei Verbindungen hat. Das bedeutet, es kann gut sein, dass wenn das hier zerstört wird, dass dann der Rest auch mit abfliegt. Deswegen ist das jetzt eine größere Schwachstelle. Aber wie man sehen kann, ist das ja weit hinten und weggelagert. Das habe ich ja auch schon sinnvoll gebaut, deswegen wird das eher nicht passieren. Dann habe ich dasselbe hier an der Stelle auch gemacht. Ich habe hier... Lass mal die Flagge wegnehmen. So. Ich habe hier was aufgebaut. Nach demselben Prinzip. Habe das hier durchgezogen und rundherum habe ich jetzt volle Cubes genommen. Wo ich vorher hatte ich hier Prisms, um das zu verstecken. Jetzt habe ich volle Cubes hier, haben auch mehr HP quasi. Und ich habe das dann dicht gemacht. Ein bisschen versteckt. Jetzt brauche ich hier eben ein Prism. So. Und an der Stelle habe ich auch mit Triforcing dafür gesorgt, dass der Befestigungspunkt selber nicht direkt zerschossen wird. Darauf muss man als nächstes dann achten. An dieser Stelle hier ist es ein bisschen empfindlicher. Ich habe für die Türme, habe ich das jetzt auch benutzt. Allerdings ist der Cube hier so ein bisschen exponiert. Das gefällt mir noch nicht ganz. Wüsste ich jetzt aber auch nicht direkt, wie ich das verbessern soll. Es ist ja auch nachträglich gemacht. Aber dasselbe habe ich wie gesagt auch hier auf der anderen Seite. Das ist jetzt noch zum Testen. Wer weiß, ob ich das so behalte. Jedenfalls ist das eher was für Flugzeuge. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt noch andere gute Möglichkeiten hat, um mit was zu bauen. Was man nicht machen sollte, ist irgend so eine Art Rüstung oder sowas. Wie man hier teilweise bei FreeGem bei dem einen Bot sieht. Ich weiß nicht, ob der schon kaufbar ist. Ob das so einer ist, der kaufbar sein wird. Das kommen wir eben durch. Nee, ich denke nicht. Sie hatten ein Flugzeug, der das schon benutzte, in dem Startbildschirm. Ich habe es ja schon gesehen, denke ich. Der hat dieser Aerorods genutzt, um quasi ja, so eine Art Gitterrüstung aufzubauen. Wenn man das einfach hier so setzt, ne? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, finde ich, weil 3 CPU ist derselbe Grund, warum TX-Steine als reine Rüstung nicht unbedingt Sinn machen, außer wenn man will leicht bauen. Also das ist jetzt nicht unbedingt so toll. Dann stellt sich noch die Frage, wie es mit den Hitboxen ist, ob die schwerer zu treffen sind oder genauso gut zu treffen sind, als wenn ich jetzt hier quasi die Cubes aufbauen würde, in dieser Form hier. Ob es sich quasi gleich kommt. Vielleicht ist es sogar noch leichter zu treffen. Das müssen wir, können wir vielleicht sogar feststellen. Wir bauen einfach mal einen kleinen Testbot. Wir nehmen uns die Zeit dafür. So. Was wir jetzt machen werden, ist nichts anderes als ein kleines Gerüst, auf dem wir eine Waffe befestigen werden. Ein bisschen was zum Rumfahren, damit er uns, glaube ich, auch ins Spiel lässt. So, wir werden hier jetzt diese Rods befestigen. Ja, das geht schon mal nicht ganz symmetrisch hier. Nicht in der Art und Weise, wie wir es angefangen haben. Hier machen wir den Sitz hier hin. Wunderschön. So, und dann machen wir eine Waffe. Nehmen wir eine SMG. Und mit der versuchen wir gleich mal jetzt hier durchzuschießen. Und gucken wir mal, wo wir Kollisionen haben.
Ah, da habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Damit kann ich gar nicht gut zielen. So. Jetzt macht das Ganze mehr Sinn, glaube ich. Es scheint so. Ich mache es noch ein bisschen anders. Aber es scheint so, als wäre der gesamte Raum nicht möglich zu beschossen zu werden. Das werde ich erstmal als schlecht, würde ich behaupten. Weil warum sollte man etwas bauen, was so einfach getroffen werden kann? Aber genauso wenig HP hat wie ein fast normaler Cube. Okay, man kann seinen eigenen Bot da gar nicht sehen. Das sieht schlecht aus. Vorbei kann man schießen hier. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Also offensichtlich gebraucht dieses Ding den kompletten Raum. Und zwar denselben kompletten Raum. Hier brauche ich noch eben Ketten ran. Und Slide so nach vorne zu hängen. Ich weiß, jetzt bastel ich hier schon rum. Nämlich in Kleinigkeiten. So. Ja, jetzt habe ich keine mehr davon. So, ist auch gut. Jetzt machen wir hier daneben etwas, was quasi genauso groß ist. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Nur in Form von... Machen wir es so. So einen Bogen, wie wir ihn hier haben. Und dasselbe nochmal hier vorne. Ja, diesmal kein Bogen, sondern massiv. Eins, zwei, drei. So. Und dann schauen wir mal. Hier machen wir noch ein bisschen Gewicht. Wobei unsere Ketten das eigentlich schon klären müssten. Nicht, dass wir hier rumwackeln. Ja, Practice. Jetzt müsste man hier den Unterschied sehen können. Hier ist kein Durchkommen. An keiner Stelle. Man sieht, wie in der leeren Luft das Ding dagegen stößt. Und hier kann man durchschießen. Da natürlich, ne, trifft man natürlich auch auf Widerstand. Jetzt gibt es auch einen weiteren Test, was ich auch mal gerne im Video aufgeräumt haben möchte. Und zwar geht es hierbei um die Prisms. Wenn wir hier jetzt so ein Loch machen würden aus Prisms, oder hier mal was, solche Ecken aus Prisms, ob man denn da durchschießen kann. Hier sieht man auch, dass es einen Widerstand gibt. Es stößt gegen die Luft, wo es eigentlich durchschießen müsste. Was da unten geht, geht da oben halt nicht. Leider kann man so nicht zielen, man sieht halt seinen eigenen Bot dann nicht. Hier ist das Ganze dann etwas schwieriger nachzuweisen.
Man müsste sich das dann direkt vor die Nase mal setzen. Machen wir das doch einfach mal. Versuchen wir mal durch diese Sachen durchzuschießen. Und hier dran vorbeizuschießen. Und wir testen dann auch mal, wie diese Steinchen hier sich verhalten. Oder wie auch eine einzelnes L-Shape sich verhält. Ob die auch hier unten letztlich durchschießbar ist. Wenn man sie jetzt nicht miteinander verbindet quasi. Ich denke aber schon. Gucken wir erstmal hier. Ja, das ist schon mal schlecht. Man sieht, das blockt komplett die Schüsse ab. Gucken, wie es hier ist. Okay. Also es sieht so aus, als wären die normalen relativ in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schwerer oder leichter zu treffen sind. Man sieht, dass hier, wenn man daneben schießt, leicht trotzdem noch einen Treffer bekommt. Aber nach rechts hin irgendwie nicht. Und auch hier eindeutig Treffer, obwohl man dran vorbeischießt. Wobei die an den Kanten. Da kann es sein, dass es funktioniert. So aber ist es definitiv ein Treffer in der Luft. Kriegt das gerade schwer hin. Ich mach's noch ein bisschen einfacher, ein bisschen deutlicher. Aber dann wird das Video auch zu lang. Es soll ja auch eigentlich um diese Rotz gehen. So. Dafür machen wir auch noch einen Vergleich. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt nicht besser hinkriegen noch. Ungefähr auf gleicher Höhe. Nee. Ich mache das auch ein bisschen anders. Noch eins runtersetzen. Dass ich quasi genau geradeaus schieße. Gut. Nächster Test. Ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ein bisschen runter. Okay, also bei den Außencubes kriege ich es nicht hin. So ein Treffer in der Luft zu landen. Was ist denn hier passiert? Also außen könnt ihr anscheinend die Dinger aufstellen. Und hier teste ich auch mal, ob jetzt die kleineren Rots, die schmalen Rots, ein schlechteres Ziel abgeben. Na, da kriege ich Treffer. Ich bewege mich langsam nach links, um quasi zu sehen, optisch, wo überall Treffer landen. Also ich glaube, die sind sehr vergleichbar. Das tut sich nicht viel. Das Einzige, was wirklich anscheinend funktioniert, ist, wenn man die Cubes außen ansetzt. Was nicht funktioniert, ist, wenn sie sich gegenseitig angucken, dann werden sie voll. Und was ganz schrecklich ist, ist es wirklich hier die gebogenen. Die sind unglaublich schlecht. Die bieten riesige Ziele an, obwohl sie eigentlich klein sein sollen. Ich würde davon abraten, diese gebogenen Teile auf diese Weise anzubringen. Weil sie so einfach nur ein großes Ziel sind. Und dann auch nichts Wichtiges damit verbinden an der Stelle. So.
Ja, das sind die neuen Rods. Mal wieder überraschend von FreeJump gekommen. Guck mal, hier Strecken sich damit schaffen lassen. Mit nur ein paar CPU quasi. Ganz interessante Teile. Ja, das war's von mir. Boborossa, Fawn, Pixel, Beef. Ich sag GG. Bis zum nächsten Mal.